was zum. Okay, Zwergi hangelt durch die Luft. Habt ihr das schon mal gesehen? Das Spiel ist kaputt. Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und auch Egladon zu einem neuen Let's Play Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergfürst. Heute sind wir hier mal in Schwarz unterwegs, passend der Dunkelheit hier. Und das hier ist Kylo Ren und das hier ist ein Mechaniker der Ersten Ordnung. Vielleicht kann man es ja dort ein bisschen sehen im Bildschirm oben. Joa. Das Level kennen wir schon. Wie ich schon im letzten Part gesagt habe, wir nähern uns langsam den Leveln, die schon nicht mehr so unbekannt sind, die schon nicht mehr so lange her sind. Also Leveln, die wir letztens erst gespielt haben im Let's Play. Der Story-Modus nähert sich dem Ende. Deshalb werden wir auch heute nur dieses eine Level spielen. Och, nö, greift er mich auch noch an. Das ist übrigens kein Laserschwert oder sowas, sondern nur so eine Pistole hier. Und der Mechaniker. Ja, ein Mechaniker braucht ja eigentlich auch keine Pistole, aber gut, der braucht keine Bewaffnung. Dafür haben wir ja hier Kylo Ren mit seinem dreischneidigen Lichtschwert. Ja. Jetzt habe ich wieder unterbrochen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, wir haben hier eine Mission. Und zwar dort beim... Am Ende dort beim Schrauben... Nein, das war nicht das, was ich sagen wollte. Aber ich sag's jetzt einfach mal. Am Ende bei den... Ihr werdet es ja gleich sehen, bei diesem Zahnräder sammeln. Da müssen wir nicht den Boden berühren. Da spielen wir mal das Spiel. Der Boden ist aus Lava. In Lego und dann haben wir das geschafft. Da müssen wir noch goldene Steine sammeln und die Schatzgegenstände finden. Ja, gutes Stichwort goldene Steine. Die muss ich natürlich wie immer freischalten und die habe ich natürlich auch wieder eingeschaltet. Nein, natürlich einschalten. Was ich noch zuvor gesagt habe und unterbrochen habe, ich unterbreche meine Sätze, weil ich bin so ein Typ, der irgendwie einfach Spaß daran hat, seine Sätze zu unterbrechen. Und wer kann denn dadurch? Ich glaube, Ray kann da durch, aber... Ah, ich kann da auch durch. Ich bin auch einer in Schwarz, deshalb geht das mal in Ordnung. Ja, was wollte ich denn sagen? Wir werden heute einen... Part hier spielen, also wir werden dieses Level zu Ende spielen und dann wie schalte ich das jetzt frei? Und dann werden wir noch solche Zwischenquests machen, einige Zwischenquests, die es noch gab, so in den Maps. Davon habt ihr vor ein paar Parts mal einige gesehen. Ihr werdet ja sehen, wie ihr dran bleibt, wie das verläuft. Yep. So, Kylo Ren wurde abgelöst. Jetzt haben wir hier den Mechaniker der Ersten Ordnung und mich, meinen eigenen Charakter. Der übrigens ein Jedi ist, würde ich nochmal dran erinnern. Und achso, hier brauche ich noch das hier. Nice. Ich hoffe, wir schaffen die erforderlichen Quests hier in diesem Level. Das wäre nicht so schön, wenn wir das nochmal machen müssten. Da sind wir ja gleich in dem Saal, wo wir dann
das Zahnrädchen, das obere Zahnrädchen bekommen müssen, ohne den Boden zu berühren. Da machen wir dann ein kleines Spielchen. Ich glaube, das Spielchen heißt direkt, der Boden ist aus Lava oder sowas. Die Ape Crimes haben das mal früher gespielt. War ja eine beliebte Sache. Habe ich auch in meiner Kindheit immer gerne gespielt. Haben wir in meiner Kindheit gespielt. Immer auf den Sofas rumgehopst. Und geguckt, dass wir nicht den Boden berühren. Habt ihr bestimmt auch gespielt als Kiddies. Oder spielt, habt ihr das bestimmt immer noch? Nee. Spielt man, glaube ich, dann mit 12 irgendwann dann nicht mehr. 12, 13. Das fängt dann wieder mit 25, 30 an, dass man das dann wieder spielt. Oder als YouTuber. Wenn man dann YouTuber ist, fängt das dann wieder mit 25 Jahren an, wenn man das dann. Also normale Menschen spielen das nicht mit. Spielen das nicht ab dem 12. Lebensjahr mehr. Würde ich sagen. Aber YouTuber sind ja keine normalen Menschen. Na, wir sind schon Menschen, aber insofern verrückt, dass wir Videos hochladen und unsere Freizeit mit unnötigen Challenges verbringen. Macht natürlich nicht jeder, aber einige. Oh, die Statuen habe ich jetzt erst entdeckt. Ein Laserschwertkämpfer und ein Typ, der mit der Macht kämpft. Und so wie die Eltern, ich brauche dich nochmal. Das ist heute ein ziemlich düsterer und dunklerer Part. So. Euch mache ich noch kaputt. Auch mit BB-8. Ich will wieder meinen Charakter. Da, ein Zwergi. Ein Zwergi, der Jedi-Meister. Naja, Zwergi. Der Jedi-Lehrling. Weil kleine Fuzzis können ja nur Jedi-Lehrling sein und nicht Jedi-Meister. Ist ja nicht so, als ob Yoda ein Jedi-Meister wäre. Naja. So. Ich würde mal sagen, die goldenen Steine, die goldenen Steine haben wir fast schon geschafft. Die hätten wir bald. Wie kämen wir hier durch? Oh, und Kylo Ren. Na los, Kylo, renn! Die dunkle Macht brauchen wir dafür. Der bin ich leider nicht fähig. Na los, Kylo. Mit A. Was machst du denn, Kylo Ren? Na los, na los. Dankeschön. Ich habe einen schweren Soldat. Und zack. Schatzgegenstand. Steinchenmultiplikator mal 6. Oh, wir konnten uns den Steinchenmultiplikator mal 4 noch gar nicht leisten. Wird Zeit. Ich gebe die Stats immer für ihn hier aus. Ich habe jetzt hier wieder vor ein Part. Ich habe jetzt hier wieder vom Part ihn hier gekauft. Ich sollte wirklich mal weniger Charaktere kaufen, sondern nicht mal auf die. Nicht mal auf die Stats kümmern, also mich um die roten Steine mal kümmern. So, jetzt müssen wir hier das obere Zahnrad finden, ohne den Boden zu berühren. Okay. So. Dann bauen wir das mal auf.
BB-8. Jetzt sind wir hier in Weiß. Aber ich bin in Schwarz. Schieß mal drauf. Wahre Jedi. Okay, so. Und jetzt das obere Zahnrad ohne runterfallen. So, das wird knifflig. Zack, zack, zack. Und zack. Huha. Huha. Das wird wirklich knifflig. Ich kleiner Zwerg. So. Dann mal daran. Nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht den Boden, nicht den Boden berühren. Nicht den Boden berühren, Zwergi. Daran. Huha, hab ich Angst. Ich hab sowas von Schiss. Was passiert hier? Oh. Jetzt backe ich hier durch die Wand. Das ist nicht so gut. Was zum... Okay, Zwergi hangelt durch die Luft. Habt ihr das schon mal gesehen? Das Spiel ist kaputt. Der hangelt sich einfach da weiter. Ist das fetzig. Ja, jetzt ist er an der Wand. Wo willst du hin? Wäre es ein Problem für dich, wieder zurückzugehen? Wir laufen gerade strikt 2 Meter durch die Wand, durch die Backsteinwand und... Nice! Das war zu sehen. Sieht so aus, als ob wir den Level neu starten müssten. Ich glaub's nicht. Das muss ich doch direkt als Thumbnail nehmen. Und da backt mein Avatar einfach durch die Wand. Hier, Zwergi. Das ist eine Sache, indem er einfach durch die Wand backt. Ich glaub's nicht. Okay. Wir sehen uns dann gleich mal wieder. An der Stelle, wo ich das Teil wiederfinden soll. Ja, die goldenen Stats haben wir jetzt alle. Ein paar Sekunden später. Wenn das mal keine geile Aufnahme war. Mich hat es ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ja, was ich sagen wollte auch noch ist, dass ich ab nun nicht mehr die Charaktere kaufen werde, zumindest vorerst nicht, sondern mich mal auf die roten Steine konzentrieren werde und mal das Geld für rote Steine sparen werde. So, jetzt mal nicht durch die Wand backen, Zwergi, und dich aufs Hangeln konzentrieren, nicht auf den Boden fallen. So, hopp, hopp, hopp. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist, wie random war denn einfach das? Oh, ich bin schon wieder in der Wand drin. Ich bin einfach, was ist denn los mit diesem Spiel? Zwergi hat Bock in der Wand zu leben. Und der haust einfach in der Wand drin. Moin Leute, ich lauf da mal hier durch. Hier und Dach. Was zum Fick passiert hier mit diesem Spiel? Ich glaub's nicht. Nein! Nein! Nicht im Ernst. Jetzt backt auch noch... Da
das X nach oben ziehen. Ich kann den X-Knopf nicht nach oben ziehen. Oh, meine liebe Güte. Was ist denn heute hier los? Da versagen auch meine Kunden. Meine Kommunikation. Ja, das ist so irre. Tastensperre. Jetzt hängt das Spiel komplett. Ein Fehler ist aufgetreten, dass die Software wurde beendet, das System wird neu gestartet. Nicht gespeicherte Daten gehen möglicherweise verloren. Nintendo, was ist da los? Ja, ich gebe ja auch mal mein Bestes, euch gute Parts zu liefern und ein gutes Let's Play zu bringen. Und auch in der Moderation ein bisschen was zu leisten, aber wenn die Technik dann versagt, das ist dann auch... Oh Mann, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Oh Mann. Ja. Sind es an dem einen Level hart. Einmal durch die Wand, ihr habt es ja selbst gesehen, ich hab's euch ja mit reingeschnitten, das ist... Oh Mann, ist das heute ein Part. Chaotisch wie nichts. Nichts Gutes. Ja, tut mir leid für das Versagen, aber es ist nicht mein Versagen. Ihr habt selbst gesehen, es liegt heute an der Technik. Es ist keine Ahnung. Nintendo, was läuft? Nichts läuft. Ja, erst durch die Wand gebackt, dann in der Wand verschwunden und dann hing das ganze Spiel. Ja, was ich jetzt machen werde, ist mal ein bisschen, das Level werde ich jetzt nicht nochmal spielen. Ihr könnt es bestimmt verstehen, aber ich werde jetzt mal versuchen, hier diese Sidequests mal wir haben eine Gruppe der ersten Ordnung in der Nähe entdeckt und wollen anzugehen. Für das, was sie uns angetan haben. Sie haben meine Brücke. Hoffentlich backt die mal nicht so sehr, diese Sidequest. Ja, annehmen. Um halt heute noch einiges zu liefern, um halt den Part noch irgendwie zu retten, machen wir jetzt noch einer bis zwei Nebenmissionen. Dafür müssen wir uns irgendwo verstecken. Zum Glück gibt es hier in der Nähe einen Schmuggler, der sich auf Tarnung versteht. Besuche ihn. Er sollte uns ein paar Pläne liefern können. Es ist so schön, wie man mal das Versagen der Technik sehen kann an diesem Part. Es ist so schön, auch mal zu sehen, dass nicht nur Menschen versagen, sondern dass auch die Technik mal sterben gehen kann. Ja, man bekommt bei diesen Nebenmissionen nämlich auch öfters mal sowas wie diese Carbonitsteine, wenn man diese Charaktere dann freischalten kann. Deshalb ist das nicht falsch, die auch mal zu lösen, diese Nebenmissionen. Und zu 100% zählen sie auf jeden Fall auch dazu. Oh, da ist noch eine Sidequest. Können wir uns ja reinziehen. Hier durch den Wald hier. 50 Schritte noch, dann sind wir da. Sag nichts. Diese Typen vom Widerstand wollen einen Bauplan für ein getarntes Fahrzeug. Ich habe ihnen schon gesagt, ich habe keine Zeit. Und jetzt habe ich auch noch Hunger, weil all das Essen in die Luft gejagt wurde und ich das blöde Obst da oben nicht erreichen kann. Jetzt soll ich dir das blöde Obst da oben herunterholen. Okay. Dann machen wir das mal. Hat jetzt eine kleine Kugel drin, der Apfel, aber bitte schön, kannst du ihn dir rausholen. Ein bisschen Pulver müsste da auch noch drin sein, ein bisschen Rotpulver. Jo, mache ich. Einmal ganz schnell zurück. No, aber ich was für das Thumbnail und für den Titel. Wollte eigentlich heute ursprünglich etwas machen mit schwarzen Charakteren, wollte irgendwie ein Thumbnail raushauen mit heute wird's schwarz oder sowas im Titel.
Und dann so ganz viele schwarze Charaktere im Hintergrund. Aber jetzt habe ich was Besseres. Ja, kommt auch mal vor. Nicht nur ich mache Fehler. Auch der DS geht mal sterben. Wir haben alles beisammen, was wir brauchen, um ein getarntes Fahrzeug zu bauen. Lass mich die Pläne sehen. Also gut, du baust das wohl lieber mal zusammen. Was, ich? Jetzt muss ich wieder alles zusammenbauen. Na, alles klar. Ich brauche dafür keinen Plan. Steig ein. Wir bringen es in Position. Du, das ist aber eine Torte. Das ist nicht was für ein Fahrzeug. Habt an mich gedacht. Und dabei habt ihr ja alles so getan, als wüsstet ihr nichts von meinem Geburtstag. Hey, ja, klar. Wir haben daran gedacht. Aha. Na dann, lang zu. Danke. Ich habe leider kein Messer dabei, also nehme ich am besten meinen Blaster. Überraschung. Geburtstagsparty. Ich bin Wong. So, wo ist der? Du bist das Geburtstagskind. Sorry, tut mir leid, euch an eurem Geburtstag zu töten, aber muss mal sein. Okay, das ist der falsche Weg. Wo muss ich denn nun lang? Folgt mal den grünen Steinchen. Ja, scheint richtig zu sein. Ja, hat wohl ein bisschen. Das ist ja genau nach Plan gelaufen. Gespackt, mein 3DS. Entweder die Casual Games von gestern. Oh, ein Carbonitstein. Genau das habe ich gesucht. Überraschung gelungen. Och, Grumgar, du schon wieder. Was suchst du denn hier? So, entweder haben die Casual Games von gestern Nacht dem 3DS nicht gemundet oder das hängt noch an Pokémon Sonne. Pokémon Sonne hat den 3DS ja komplett überlastet. Das war ja eine Sache, das hat man ja gesehen. Dass die Kapazitäten von meinem 3DS komplett aufgebraucht hat. So, wo da ist eine andere Mission, die das machen wir noch schnell. Alles keinen Sinn. Ach, einen Stormtrooper brauche ich dafür. Habe ich den noch nicht? Ich habe doch jede Menge Stormtrooper. Hier ist ein einfacher Stormtrooper. Brauche wohl einen anderen. Naja, dann können wir die Quest jetzt erstmal nicht machen. Müssen wir erst einen weiteren Charakter freischalten. Oh, hier sieht's verwüstet aus. Es lohnt sich doch, Charaktere zu kaufen. Aber erstmal nicht. Da brauche ich auch noch Charaktere. Akbar habe ich doch mit dabei. Was? Brauche ich eine andere Akbar-Form dafür? Alter. Kann auch penibel sein. So, finden wir jetzt noch eine schnelle Mission, die wir machen können? Oder müssen wir das unterlassen für heute? Jupp, das sieht gut aus. Der kleine Igel hier. Vielleicht kriegen wir dann einen zweiten Carbonitstein, dann können wir das. Kleines Problem, das Paket ist in meinem Tresor. Dann können wir mit zwei Carbonitsteinen morgen spielen, dann können wir die einfach im nächsten Part einfach mit benutzen. Ob es morgen ist, weiß ich nicht. Also wohin, einfach dem Dings folgen. Ah, grüne Stats. Steine. Genau. Eine Mischung aus Steine und Stats. Steine. Ich war der ersten Ordnung nie sehr zugetan, aber schön. Jetzt sind sie zu weit gegangen. Ja, und der Tempel sieht ein bisschen zerstört aus. Was ich noch sagen wollte, ich habe zur... Oh, du, komm du mal her, Luke. Ich habe zur Zeit, also ich habe am Dienstag mündliche Prüfungen und deshalb wird heute wahrscheinlich kein 18 Uhr Video hochgeladen werden und dieser Part wird wahrscheinlich auch erst um 15 Uhr oder um 16 Uhr hochkommen. Also, ja, verzeiht es mir, aber
Ich muss heute viel lernen. Für Dienstag und Dienstag schreibe ich meine Sozialkunde mündliche Prüfung und dann, wenn ich das geschafft habe, geht's wieder zur Sommerpause wieder halbwegs normal weiter. Irgendwann gab es dann eine Woche, wo ich dann nur ein Video pro Tag hochlade und dann gab es auch wieder eine Woche, wo ich wöchentlich hochlade, also eine Zeit, wo ich nur wöchentlich hochlade, also an bestimmten Tagen, wie zum Beispiel Montags, Mittwoch und Freitag oder sowas. Und dann wird es dann wieder langsam zu den Sommerferien hin leer und dann mache ich wieder meine Sommerpause. Aber erstmal haben wir noch, glaube ich, ein, zwei Wochen gut Content. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie lang dieser Part ist. Es könnte sein, dass ich den ein bisschen überziehe. Oh, ein Rennen. So. Heißt die Eilzustellung. Hopp, da geht's lang. Es könnte sein, dass dieser Part schon ein bisschen überzogen ist. Wir beenden noch dieses extra Teil hier und dann beende ich den Part hier. War ein bisschen durcheinander. Das seid ihr aber auch schon von mir gewohnt. Diesmal nicht mein Verschulden. Es tut mir leid. Heute wirklich zu. Ich muss da durch. Jetzt bug mich auch noch. Bug bitte jetzt mal durch die Wand. Das könnte ich gebrauchen. Nein, das wird doch nichts. Diesmal ist jetzt mein Versagen oder was? Oh, ich glaube, mein Schwein verhält. Komm schon. Durch die Türen. Ah. Kacke. So, jetzt anstrengend, Zwergi. So, mal ordentlich um die Ecken rum. So, hier einmal ums Eck, hier einmal runter und da lang. Ich habe ja nur eine Zeit. Ach, komm schon. Power Blaster. Das ist wirklich ein schlechtes Gefährt hier. Jo, da bin ich durch. Oha, ich bin um die Ecke. Das ist sehr knapp. Hier lang. 28 Minuten, Sekunden habe ich noch. Minuten, ja, das wäre ein bisschen viel. So, hier lang. So, geschafft. Nice. Das ist für dich. Sag bloß niemandem, was wir getan haben. Yay, Carbonitstein. Kann ich gebrauchen. Dann werden wir die am Anfang des nächsten Parts mal auf der Basis einlösen. Und dann hoffe ich, dieser Part war euch nicht zu chaotisch. Ja. Das war vielleicht heute ein... Das war eine Aktion. Davon muss ich mich erstmal erholen. Auf jeden Fall ein geiler Part, mal die Bugs zu sehen. Bugs und Glitches. Der rasende Falken. Ja, und hier an der Basis werden wir uns dann hier mal in dem Räumchen, weiß nicht, wie sind heute noch aus und starten dann morgen mit ihnen. So, Carbonitsteine. Ist der Part halt ein bisschen länger. So, Carbonitstein Nummer 1. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Wen haben wir da? Java. Nice. Das freut mich so. Und wen haben wir hier? Carbonitstein Nummer 2. Heute freigeschaltet. Bitte irgendein epischer Charakter, Obi-Wan oder so. Na? Wer bist du? Rebellenkommandosoldat. Naja, Java fand ich besser. So, haben wir wieder zwei neue Charaktere freigeschaltet, die wir am nächsten Part spielen können. So. Gehabt euch wohl. Ja, da hockt mein Charakter in der Flüssigkeit. So, dann würde ich mal sagen, haut. Renner. Bis zum nächsten Mal.